Review-Zeit, Ladies und Gentlemen, und herzlich willkommen zurück zu einer brandneuen Collectors Edition Review auf Dark Schnegge Reviews. Heute gibt es was für alle PlayStation 4 Gamer da draußen, denn heute zeige ich euch die brandneue Collectors Edition zu Uncharted 4 A Thief's End. Ja, ich habe sie gerade mit der Post gekriegt und sie ist nicht gerade klein. Da ist sie. Uncharted 4 Collectors Edition. Sehr, sehr schick. Schaut euch allein mal die Verpackung an. Ein Riesenteil. Warum habe ich mir diese Collectors Edition geholt? Als erstes Mal muss ich euch sagen, ich bin ein großer Uncharted-Fan. Ich habe alle vorangegangenen Teile echt geliebt. Tolles Storytelling, tolle Charaktere. Das Spiel macht einfach unglaublich viel Spaß und gehört meiner Ansicht nach zu den besten Spielen für die PlayStation 4. Und ja, da das hier nun angeblich der letzte Teil sein soll, habe ich mir gedacht, schließen wir das Ganze mit einem epischen kleinen Teil ab für meine Sammlung. Und daher ist jetzt diese tolle Collectors Edition dazugekommen. Ja, ich zeige euch nochmal kurz die Verpackung. Ihr seht vorne drauf, ne, das coole Uncharted 4 Symbol, dann mit der Münze drauf. Ne, das Spiel ist ab 16 Jahren, macht euch da also keine Sorgen. An den Seiten sehen wir Uncharted 4, sehr cool. Auf der Rückseite zeige ich euch mal kurz. Da seht ihr schon mal einen kleinen Einblick auf das Spiel selbst. Ne, mit einer kurzen Beschreibung, lese ich gleich nochmal vor. Und dann halt der gesamte Inhalt dieser Box, der hier am Start ist. Da ist eine Statue drin. Ja. Eine Statue von Gentle Giant. Da kann ich einfach nicht dran vorbei, deswegen musste ich mir die holen. Dazu kommt noch ein cooles Artbook und ein schönes Steelbook für die Sammler unter euch. Also diese Box hat es definitiv in sich. Ich lese euch mal kurz vor, was da noch so draufsteht. Und zwar Extras der Collectors Edition, 30 cm große Nathan Drake Figur von Gentle Giant, dazu das Steelbook zum Sammeln, ein gebundenes Artbook mit 48 Seiten, dann natürlich noch Mehrspieler-Modus, ich bin jetzt nicht so der Mehrspieler-Freak, aber auch da sind für die Mehrspieler-Leute einige tolle Gadgets am Start. Charakterdesigns, Drakes Schicksal, Drake als Dieb und Drake in der Wüste habt ihr mit drin. Gold, Schnee, Wüstenwaffendesigns, dann noch Baseball-Cappen mit Henry Avery, Thomas Two und Adam Baldridge Sigel habt ihr mit dabei. Ja, und ansonsten haben wir hier noch einen Sticker von Naughty Dog und einen Piratensiegel-Sticker. Natürlich auch für eure PlayStation 4 ein dynamisches Design, auch sehr cool. Ansonsten Madagaskar-Helfer-Designs, Purback Dolch Spott, Uncharted-Punkte zum Erwerb von Verbesserungen. Ja, da bin ich ja mal sehr gespannt. Und jetzt steht hier hinten noch drauf, Every treasure has its price. Nathan Drake findet sich in der gefährlichen Unterwelt wieder, die er hinter sich lassen wollte. Jetzt muss er sich entscheiden, was er zu opfern bereit ist, um die zu retten, die er liebt. Begleiten Sie Drake, Sam, Elena und Sully auf ein episches Abenteuer rund um den Globus. Suchen Sie auf Dschungelinseln, in geschäftigen Städten und auf schneebedeckten Gipfeln nach einem verlorenen Schatz. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Ja, ich würde sagen, diese tolle Collectors Edition, die packe ich jetzt aus. Und dann schauen wir uns mal an, was da drin ist. Ich denke mal, viele Uncharted-Fans werden sagen, die ist wirklich sehr, sehr geil. Und ja, ich bin mal sehr gespannt. Packen wir sie aus und dann bin ich mal gespannt, was mich mit dieser Statue schon allein erwartet. Was eine riesige, geniale Box. Ich liebe Naughty Dog und ich liebe Naughty Dog dafür, dass sie Uncharted halt für die PlayStation entwickeln. Ah, es ist einfach nur so genial. Also, die riesige Box packe ich jetzt mal beiseite. Am besten mal gleich ganz weg, weil die ist so groß, die nimmt den gesamten Review-Bereich ein. Ich fange jetzt erstmal an. Wir haben hier natürlich wieder digitale Codes dabei. Ne? Ich möchte jetzt natürlich nicht meinen digitalen Code hier öffentlich geben. Also digitale Codes für eure Inhalte sind natürlich mit dabei. Als erstes oben gleich drauf, wenn ihr die Verpackung öffnet. Beiseite. So. Dann kommen wir jetzt mal zu einem schicken Sammlerobjekt. Nämlich die Uncharted 4. Das Uncharted 4 Spiel im schicken Steelbook und das gefällt mir richtig gut. Der Druck vorne drauf, also das Cover sieht aus wie von Mondo, so eine Mondo-Art-Druck, ne? Sehr, sehr nice. Das werde ich jetzt mal hier vor der Kamera live mal kurz aufmachen, denn ich weiß nicht, was mich da noch erwartet. Aber es ist auf jeden Fall für Sammler von Steelbooks was richtig Feines. Und da ich ja nun nicht nur Film-Steelbooks sammle und auch gerne von den Games ein paar Steelbooks am Start habe, komm her, konnte ich an dieser Edition nicht dran vorbei, denn ich finde, das sieht einfach cool aus. Schöner Artstil auf jeden Fall. Ja, so, ausgeräumt. Weg damit. So, da ist er. Also, das ist das schöne Steelbook von Uncharted 4. Cool gezeichnet auf jeden Fall. Ja, also für Uncharted-Fans
die wirklich Wert auf ihr Spiel legen. Ganz toll. Ja, vorne drauf, das ist alles matt, ne? Keine Sorge, da kann nichts passieren. Leider nichts Erhabenes drauf. Ich hätte gedacht, der Schriftzug wäre noch ein bisschen erhaben. Auf dem Spine ist ganz normal Uncharted 4 A Thief's End zu sehen. Und auf der Rückseite, ja, da haben wir diesen Piratenkäfig, ne? Wo hier noch ein armes, kleines Skelett drin sitzt. Ne? Also sehr cool. Kennen wir auch schon aus dem Ankündigungstrailer zu Uncharted 4. Sieht schon mal sehr, sehr nice aus. Ja, ich öffne das Ganze jetzt mal. Muss natürlich wieder aufpassen wegen digitalen Codes. Ich wusste, dass da einer drin ist. Den werde ich mal kurz beiseite packen, weil das geht euch nichts an. Das ist meins. So, die Innenseite. Natürlich auf der rechten Seite die Spiele-Disc. Und dann haben wir hier die ganzen Sticker-Sheets. Ne? Die ganzen Sticker, die ihr vielleicht aufs Auto packen wollt oder etc. Gucken wir da mal kurz rein. Sehr nice. Naughty Dog natürlich. Das haben sie aber auch wieder gut eingeschweißt hier, das Ganze. Da gucken wir jetzt auch mal eben kurz rein. Sticker sind auch mal gar nicht schlecht. Nur ich würde das ehrlich gesagt nicht ans Auto packen, denn die verblassen sehr schnell. Ja. So, ne, dann ärgert ihr euch hinterher. Wenn ihr so eine kleine Nerdwall habt oder so einen kleinen Gaming-Bereich oder sowas, dann könnt ihr das da alles gerne raufkleben. Das ist dann schon sehr cool. Guck mal her hier. So, weg damit. Also, wie gesagt, wir haben das Naughty Dog-Zeichen, ne, als Sticker. Sehr, sehr cool. Ne, das Ganze haben wir dann auch noch mal flupp in einer Silberedition. Auch sehr schick. Ne, das hat was. Gefällt mir. Und dann halt diese ganzen Sachen hier. Was sehr stark an uralte Piratenflaggen erinnert. Ne? Das gefällt mir auch sehr gut. Die Sticker sind leider ein bisschen dünn, muss ich sagen. Also die sind jetzt nicht sehr wertig. Die sind leider ein bisschen sehr, sehr dünn. Okay, ein bisschen wabbelig. Schade. Dann hier, oh, das kenne ich. Das sind wirklich Piratenflaggen. Ne? Gerade das hier kenne ich sehr gut und auch das hier. Aber ich kann euch leider jetzt nicht mehr sagen, welcher Pirat dazugehört. Aber auch das, finde ich, ist sehr, sehr cool. Auf jeden Fall. So eine kleine Erweiterung Sticker-Sheets sind immer nice. Ne? Und wer die Referenz dazu weiß, der weiß sofort, ah, es ist Uncharted 4. Ja, das war's mit den Stickern. Dann gucken wir uns hier nochmal fix das Steelbook von der Innenseite an. Dazu mal kurz das Spiel beiseite. Hier, das ist die Innenseite des Steelbooks. Da haben wir jetzt halt die gesamte Karte drauf. Ich wahrscheinlich, da ich das Spiel noch nicht gespielt habe, weiß ich nicht, ob das jetzt hier sozusagen die Karte ist, auf der das ganze Game basiert oder spielt. Ne? Also auch sehr schön, ein schöner Druck auf jeden Fall. Wirkt jetzt wahrscheinlich im Video ein bisschen hell durch die Beleuchtung, aber das sieht sehr gut aus. Das Steelbook selbst ist recht wertig auch auf jeden Fall. Es ist nicht dünn, es ist gut. Ne? Also das passt. Sieht wirklich sehr, sehr schick aus. Schönes Steelbook auf jeden Fall für Sammler. Schnappt es euch. Ich glaube, es gibt auch das Steelbook separat, meine ich zumindest. Wenn ihr jetzt nicht gerade die große Collectors Edition haben wollt, na, dann könnt ihr euch halt auch diese Steelbook-Variante noch holen. Das ist sehr toll. Also mir gefällt es. Das Steelbook ist echt top und ist wirklich was für reine Sammler, na, die da ein bisschen Wert drauf legen, Spiele schön zu displayen oder was Tolles in ihrer Gaming-Sammlung zu haben. Dann haben wir das Artbook. Natürlich muss in jeder Collectors Edition das obligatorische Artbook dabei sein, aber ich muss sagen, ich bin Fan von diesen Artbooks. Es ist relativ klein, ne? Also schön handlich. Da könnt ihr dann gerne reingucken. Ne? Da schauen wir jetzt einfach mal ein bisschen rein. Das ist hier noch auf der Rückseite am Start. Okay, wir gucken einfach mal kurz rein. Ich blätter mal ein bisschen durch für euch. Schönes Artbook, schönes Artbook. Ich bin generell Fan von Concept Arts. Ne? Also da ich ja selber Zeichner bin, und Konzeptzeichnungen mir doch sehr zusagen, wie dann halt die Entwicklung des Spiels ist, finde ich das schon sehr interessant für mich selber. Ne? Das hier könnte zum Beispiel, ah nee, das ist Nathan, ich dachte gerade, das wäre Sully. Ah, hier, schaut mal. Concept Arts zu Nate und Sam. Kurzer Spoiler, Nathan Drakes Bruder, der verschollene Bruder, kommt wieder in dem Spiel und wir werden ihn dann wohl begleiten, finde ich sehr cool. Ne, also ihr seht hier schöne Concept Arts. Ich freue mich auch drauf, gleich das Spiel zu spielen, wenn ich das Video fertig habe. The Explorer. Nette, fiese alte Lady. Das ist aber schon ein sehr cartoonischer Style hier. Finde ich gar nicht schlecht. Ne, hier ist Hector. Ich mag es. Ich finde Concept Arts einfach nur stark. Und was die Leute da auch für Arbeit teilweise reinstecken in sowas, ist schon echt nicht schlecht. Tolle Künstler auf jeden Fall. Und ich finde, dass die Kunst eines Spieles oder eines Filmes generell immer viel zu kurz kommt. Oh, guck einer an. Das sieht ja auch schick aus. Das ist Ingame-Grafik, Leute. Das ist die Ingame-Grafik, definitiv von Elena. Ja, Elena. Hier ist Nathan. Hier ist Sully. Oh Gott, ich freue mich gleich echt sowas von drauf. Nadine ist hier am Start.
Ah, also ihr seht schon, ne? Also für Concept-Fans ist hier eine Menge drin. Auch hier sind diese tollen Landschaften, ne? Sehr, sehr nice auf jeden Fall. Ein tolles Artbook. Werde ich nachher nochmal genauer durchgucken. Und dann wird es wieder sicher verwahrt in der Edition. Sehr schick. Ja, das ist das Artbook, Leute. Auch natürlich ein toller großer Bestandteil dieser Collectors Edition. Wer drauf steht, wer sowas cool findet. Hier, jetzt wird es interessant. Das sind die Leute, die uns nachher, denke ich mal, entgegenstehen und uns ordentlich eine verpulen wollen. Aber mit Mason schaffen wir das schon. Sehr cool. Ja, das Artbook, Leute. Auch nicht schlecht. Ein toller kleiner Inhalt, dem ich einfach immer wieder sagen kann, den will ich haben. Ein Artbook muss dabei sein. Artbooks gucke ich gerne durch und ist auch so eine Art Inspiration für mich und meine zukünftigen Zeichnungen. Also sehr schick. Das Artbook, liebe Leute. Ja, ansonsten natürlich alles andere ist sehr digital. Digitale Codes sind am Start. Das ist ja heutzutage Standard. Aber jetzt kommen wir mal zu dem großen Brummer, der, warum ich mir halt diese Edition geholt habe. Und das ist die Gentle Giant Nathan Drake Statue. Und ich glaube, da werde ich doch sehr begeistert von sein. Oh ja, und da haben wir sie. Also für eine Videospiele Collectors Edition ist das hier eine richtig, richtig schicke Statue geworden. Leute, da könnt ihr nicht enttäuscht sein. Also ich finde, jetzt in letzter Zeit machen viele Hersteller wirklich sehr, sehr schöne Statuen. Sie fühlt sich sehr schwer an, sehr wertig an. Und die Details sind ja wohl Wahnsinn. Also Leute, die Nathan Drake kennen oder Uncharted generell spielen und auch den Charakter kennen, werden ihn hier zu 100% wiedererkennen. Das ist richtig schick. Schaut ihn euch an. Also der hat was. Die Statue ist ungefähr 30 cm groß. Also hat auch eine schöne Größe, ne, mit einer kleinen Base, die zeige ich euch gleich nochmal ein bisschen im Detail und ist wirklich ganz toll gepainted, muss ich sagen. Tolle Details am Start. Das ist der gute Nathan Drake. Ich finde auch die Pose irgendwie ganz cool, wie er so jetzt hier gerade seine Pistole gerade aus dem Holster ziehen will. Wow, also Gentle Giant, da habt ihr was Tolles gemacht. Sehr, sehr nice. Schaut euch allein mal das Gesicht an. Da haben die aber wirklich richtig tolle Arbeit reingesetzt. Der ist so ein bisschen schon dreckig, ne? Sieht aus, als wäre er mitten im Kampf gewesen. Die Augen leuchten. Ich versuche mal ein bisschen hochzuheben, so. Ne? Der gute Nathan Drake, sieht der stark aus. Also da haben die sich wirklich was einfallen lassen. Das ist eine sehr, sehr schicke Statue, auch so mit den Haaren und alles. Sehr cool geworden. Das hat wirklich was. Ja, gehen wir mal ein bisschen mehr in die Details, weil das interessiert mich jetzt selber mal. Wie gut ist die Figur denn generell so in Sachen Detailarbeit? Aber da bin ich auf jeden Fall jetzt schon voll begeistert. Das ist eine tolle Edition, sehr schick. Ne, ihr seht, am Hals hat er noch so eine kleine Fleischwunde hier. So, die blutet schon. Hier, ne, das sieht auch echt cool aus. Sehr nice. Im Video ist das Ganze natürlich, müsst ihr mal bedenken, ein bisschen heller. Die Statue hat einen sehr dunklen Touch teilweise, also sehr realistisch. Im Video ist es überblendet, also macht euch da keine Sorgen. Hier ist auch so ein bisschen dreckig gemacht. Ich finde das Holster cool. Das Holster sieht wirklich nach Leder aus. Es ist alles ein Solid Piece, es ist Kunststoff. Wirklich sehr hochwertig verarbeitet, muss ich sagen. Hier nochmal kleine Silberapplikationen dran, dann sein Hemd oben leicht aufgeknöpft. Das ist wirklich sehr, sehr schick. Ne, sein blaues Hemd. Cool gemacht, Leute. Echt cool gemacht. Und dann überall so ein bisschen Weathering drauf, dass die Statue so ein bisschen schmutzig gemacht ist. Ne? Auch so die Faltengebung hier finde ich sehr cool gemacht. Hier das Holster, hier für die Magazine. Auch sehr gut gemacht hier mit den einzelnen Silberapplikationen der Schnallen. Also echt toll. Ich hype mich gerade voll, aber das ist eine richtig schicke Edition. Ja, dann kommen wir hier mal kurz zu dem Bereich, wo die Pistole ist, ne, die ihr hier aus dem Holster holt. Auch da muss ich sagen, ist der Paintjob echt super. Also hier ist nichts großartig über dem Punkt. Die ist echt toll geworden. Hier auch so der kleine Ring. Ne? Normalerweise ist sowas ja immer sehr matschig. Die Uhr, auch die Uhr, schaut euch die Uhr an. Ein tolles Highlight auch. Wir können das Ziffernblatt komplett erkennen. Schaut mal. Sehr schick. Und dann auch hier ist er wieder so ein bisschen dreckig und hier ist ein bisschen blutig. Wow, also echt super. Da haben die sich echt was einfallen lassen. Tolle Edition, tolle Statue. Ich gehe jetzt noch mal ein bisschen tiefer, denn da unten wartet gleich die coole Base auf uns, die auch wirklich was hat. Schaut mal die Hose. Auch die Hose sehr dreckig gestaltet. Der Gürtel, das Hemd guckt so ein bisschen raus. Und dann gehen wir runter zu dieser genialen Base, die wirklich aussieht, als würde sie matschig sein. Schaut mal, das haben die mit so ein bisschen, ja, ihr seht das hier, mit so ein bisschen Klarlack überzogen. Als wäre das jetzt echt schon so Matsch oder sowas, ne? Das sieht sehr cool aus. Schaut mal. Wirklich tolle Details dran, ne? Also die ganzen Blätter, so ein bisschen Gräser am Start. Dann haben wir hier so einen kleinen Busch. Der ist flexibel, habe ich gesehen. Ne? Auch der ist wirklich sehr schick. Haben die echt toll gemacht, ne? Schaut auch mal die Stiefel von Nathan an.
Wow, das sieht geil aus. Ganz ehrlich, schaut mal, dieser Matschanteil hier dran. Ne? Also das ist wirklich eine sehr schicke Edition, muss ich sagen. Die Base selbst ist ein bisschen hohl von unten. Ne? Die hat hier unten die Platte drunter. Ne? Aber trotz alledem, finde ich, hält die Figur sehr gut. Die Figur ist wirklich sehr schwer. Ne? Also Nathan selbst ist eine schwere Figur. Die Base ist ein bisschen leichter. Aber trotz alledem, muss ich sagen, ist das alles sehr, sehr, sehr toll verarbeitet, mit tollen Details überzogen. Das ist, glaube ich, meine liebste neue Collectors Edition Statue hier. Sehr cool. Wow. Sogar hier unter den Stiefeln haben wir dann noch das Profil und alles. Also eine tolle Edition. Ganz ehrlich, Leute, diese Statue ist für Sammler definitiv was Tolles. Wer Uncharted-Fan ist, dem kann ich auf jeden Fall raten, wenn ihr rankommt, schnappt euch diese Edition. Das sieht richtig toll aus. Tolle Edition. Tolle Statue, also Gentle Giant, muss ich sagen, hat da wirklich was ganz, ganz Tolles gemacht. Die gefällt mir echt richtig gut. Jetzt muss ich nur gucken, wo ich sie hinstelle. Ne, Horror Uncharted 4 ist endlich da, Leute. Wir können es spielen. Ich bin gespannt, wie die Story weitergeht um Nathan Drake, um Sully, um Elena und Co. Das ist richtig toll. Ja, das ist die Collectors Edition, Leute. Abschließend noch mal ein kleiner Überblick über das, was euch in dieser tollen Edition erwartet. Ja, natürlich, die ganzen digitalen Goodies habe ich jetzt mal hier vorne verstreut, so dass man nicht den Code sieht, weil das sind meine Codes. Wir haben also das richtig schicke Steelbook, was wirklich eine Art Mondo-Druck vorne drauf hat, mit einem wirklich tollen cartoonisierten Überblick der ganzen Charaktere aus Uncharted 4. Dann haben wir das tolle Artbook, was mir persönlich sehr gut gefällt, weil ich bin, wie gesagt, Artbook-Fan. Aber das Centerpiece, das Highlight dieser Edition ist wirklich diese geniale Nathan Drake-Statue von Gentle Giant. Die sticht wirklich sehr hervor. Und gerade dafür lohnt sie sich auf jeden Fall. Also ich finde die echt atemberaubend. Die ist ganz toll geworden. Also da bin ich echt großer Fan von. Die muss irgendwo in meine Sammlung, irgendwo muss ich die hinstellen, wo die echt gut zur Geltung kommt. Ganz, ganz tolle Edition. Ja, Leute, na, ansonsten noch eine kurze Ansage für alle, die es interessiert. Der Preis ist natürlich jetzt ein bisschen knackiger. Diese Edition kostet um die 149 €. Aber für mich persönlich hat sie sich gelohnt, da ich ein riesen Fan von Uncharted bin. Jetzt Leute, die Uncharted nicht kennen oder nicht generell gern gespielt haben, ja, klar, dass die sich das dann nicht kaufen wollen. Aber als Uncharted-Fan, denke ich mal, als Abschluss dieser genialen Reihe für die Sony PlayStation, ist das hier wirklich eine ganz, ganz tolle Edition. Leute, das war's für das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Na, ansonsten lasst mir wie immer gerne mal ein Like da oder ein Kommi. Spielt ihr Uncharted 4 selber gerne? Holt ihr euch vielleicht sogar diese Collectors Edition oder nur das reine coole Steelbook? Echt was Tolles für Sammler. Schreibt es mir wie immer gerne unten in die Kommentare rein. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann wie immer im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis denne dann. Und reingehauen, ich schmeiß jetzt das Spiel rein und genieße die Reise von Nathan Drake, seine wahrscheinlich letzte Reise. Tja, liebe Uncharted 4-Fans, das ist sie also, eure ultimative Kollektion zum Spiel. Also ganz ehrlich, ihr könnt sie euch echt schnappen. Ich finde, der Inhalt ist wirklich sehr, sehr geil. Das Steelbook gefällt mir gut, das kleine Artbook ist schick. Aber auch die Statue, die Gentle Giant Statue von Nathan Drake ist wunderschön geworden. Schnappt euch das gute Stück, solange sie noch vorrätig ist. Und ich hoffe, wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis denne dann und reingehauen. Ich schnapp mir jetzt den Controller und dann wird erstmal schön auf Schatzsuche gegangen, zusammen mit Nathan Drake.